Und mit diesem Schuss, liebe Leute, beginne ich jetzt die Aufnahme. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Let's Play Battlefield 4. Willkommen auf dem Schlachtfeld, auf der Map Operation Firestorm. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus dem DT90. Ich begebe mich jetzt zu einem Ziel, denn ich spiele Eroberung. Denn Eroberung ist eigentlich und bleibt auch mein Favoriten-Spielmodi in Battlefield. So, jetzt muss ich irgendwie mal probieren. Wir kriegen immerhin ein paar Punkte. Das ist ja schon mal gut. Durch einen kleinen, klitzekleinen. War wohl nichts. Ich fahre jetzt einfach mal hier rein. Und guck mal, ob hier irgendjemand Stress möchte oder nicht. Ach, guck mal da oben. Ach, verdammt nochmal. Wieso treffe ich den nicht um Himmels Willen hier? Doch! Ja, Hammer! Erste Kill, Leute. So, ich glaube, hier sind wirklich sehr, sehr viele Leute in diesem Gebäude. Und ich scheiß mich auch jetzt schon gerade wirklich ein. Im Husten natürlich nicht. Aber es sind, glaube ich, zu viele. Oh. Oh Gott. Oh Gott, was ist denn hier los? Ich fasse es gar nicht. Also, ich glaube, ich bin hier auf der falschen Seite gewesen. The Forge Side on the Battlefield. Oh, verdammt nochmal. Fuck you, Goethe. Leute, das war schon mal nichts. Jetzt kommt da, glaube ich, ein feindlicher Kampfheli auf mich zu. Er kommt genau auf mich zu. Okay, na, es ist der Aufklärheli, der von den Amis. Aber wisst ihr was, was ich jetzt einfach mal tue? Ich glaube, der kommt genau auf mich zu. Schieß einfach mal hoch und das war aber ganz schön knapp. Na, hör mal, ich glaube, die sind jetzt da oben, also eine Etage über mir. Und das war jetzt natürlich sehr, sehr schlau. Jetzt werfe ich mich noch mit meinen eigenen Granaten ab. Super schön. Das ist Mission. Eliminiere den Kampfhelikopter. Mit einer RPG ist das nicht gerade so leicht und willig. Also es ist ein bisschen schwer. Oh, jetzt wurde jemand gekillt hier. Ich muss erst... Jetzt wird gekillt. Oder ich werde gekillt. Ja, das ist einmal eine Frage der Zeit, bis man irgendwie mal einen Gegner sieht. Und wenn man einen sieht, dann stirbt man. Es ist meistens so, ja, aber es ist halt Battlefield. Ja, Leute, was wollt ihr anderes erwarten? Und falls ihr jetzt denkt, warum spielst du Battlefield und so? Und ja, Code ist auf jeden Fall besser. Also, es ist meine persönliche Meinung. Ich finde Battlefield am besten. Also, ich finde es wirklich besser als Call of Duty. Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Von meiner Sicht her. Ich weiß nicht, wie ich jetzt wie eure Meinung, dass ich dich austoben kann hier im Schlachtfeld. Es macht einfach mal dermaßen Spaß. Ich weiß nicht warum, aber dieses Spiel hat etwas, was mich irgendwie schon seit Jahren berührt. Es macht einfach mal mega Laune. Und es soll jetzt nicht eine Meinung sein, die über euch alle hinausragt. Es soll meine persönliche Meinung sein. Also Battlefield ist mein Favoritenspiel. Oh, jetzt geht's aber los da unten. Jetzt sind da ein paar Spieler, die einfach mal meinen, ey, yo, komm, Alter, wir machen euch jetzt platt hier, euer kleinen Kiddies. Okay, das war schon mal nichts. Ich habe mir aber schon mal angehittet mit einer RPG. Ich weiß, es ist ein bisschen noobig, aber was macht man nicht alles, um irgendwie mal zu killen? Unter mir. Ja, genau hier unten. Ein Stockwerk unter mir. Hello. Hello, ladies and gentlemen nerds. Ist der zweite und der dritte, der möchte jetzt aufmucken. Ich habe ihn fast eliminiert. Es war ein Pionier von den Amis mit der CBJ-MS. Ich habe ihn so die Hälfte von seiner gesamten Gesundheit abgezogen, also von 100 natürlich 50 abgezogen. Es hat aber leider nicht funktioniert, wie ich das jetzt so wollte. Und jetzt geht es ja auch schon wieder wirklich sehr, sehr krass zur Sache. Ein Panzer schießt gerade auf mich. Oh, ich sehe da unten gerade einen Gegner hocken, den ich jetzt aber öfters treffe. Ja, natürlich muss man natürlich auch ein bisschen darauf achten, was man hier im Umfeld macht. Also ich muss mir erstmal wieder einspielen. Es ist ja schon ein paar
Tage her, wo ich Battlefield mal wieder zuletzt gespielt habe. Aber trotzdem bleibt und ist es mein Lieblingsspiel. Ich begebe mich jetzt einfach mal in den Helikopter rein und fliege mal jetzt über das Feld. Also mal schauen, wie weit ich jetzt kommen werde. Ich denke mal nicht, dass es so weit kommen wird, dass ich jetzt irgendwie mal, ja, ich sag mal, einen Punkt einnehmen kann, außer vielleicht C. Aber ansonsten weiter werde ich, glaube ich, nicht kommen, weil es gibt natürlich auch Zielsucher, die einen so schnell, wie es auch geht, finden und eliminieren können. Ja, da muss man wirklich schon sehr aufpassen, wie und was man überhaupt macht mit einem Helikopter oder mit einem Fluggefährt. Also, man sollte schon relativ niedrig fliegen, aber es könnte passieren, dass man angeschossen wird und man zur Seite kippt und abstürzt. Man sollte auch nicht zu hoch fliegen. Ja, das ist natürlich auch wieder ein bisschen ungeschickt, weil da oben in der luftigen Höhe fliegen eigentlich die meisten Jets von den Gegnern. Da ist es auch nicht so schön, zu weit umzufliegen, weil man halt sehr, sehr schnell abgeschossen wird. Das geht wirklich sehr, sehr schnell, glaubt mir, liebe Leute. So, ich drücke einfach mal hier das Dingsabums da rein, hier ausbrennen. Okay, gleich geht es hier wirklich zur Sache. Und wie ihr gerade seht, ich habe eine Sniper in der Hand. Ich möchte jetzt mal ein bisschen als Aufklärer hier hin und her rushen. Also ich möchte nicht die ganze Zeit so ein Noob sein mit, als Pionier und so weiter. Mit einer RPG hier durchs Feld rennen macht, glaube ich, nicht so viel Spaß. Okay, Spaß macht es natürlich schon, keine Frage. Aber es ist sehr, sehr noobig, finde ich, gehen, um dann die Gegner erfolgreich zu eliminieren. Das tue ich mit einer Sniper, mit der, ich weiß nicht, die Sniper-Arten aus. Also ein paar kenne ich schon, aber die kenne ich jetzt von Anhieb eigentlich nicht so. Ich habe ja vorhin gesehen, dass da hinten im Gebäude zwei Personen sich aufgehalten haben. Ich probiere jetzt einfach mal, die irgendwie zu eliminieren. Ich hoffe, ich sehe die auch noch. Was war das jetzt? Na nö, hinter mir war einer. Mensch, danke. Der hätte mich jetzt locker sein Knife in meinen Schädel gerammt. Und dann wäre ich gestorben. Aber es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Teammitglieder, die einen auch sehr, sehr schnell helfen. Das finde ich auch sehr, sehr gut am Battlefield. Weil bei Code ist es so eigentlich bei Call of Duty, dass die meisten Leute eigentlich so denken, ey, yo, das ist mein Kill und ich helfe dir nicht und so weiter. Da ist man ja so schnell tot. Ja, da kann man auch leider nichts mehr machen dann. Hieß es so, wenn man hier irgendwie getroffen wird, hat man ein Medipack, wenn man natürlich der Sanitäter ist. Oder man hat ja auch Teamkameraden, also in den meisten Fällen, wenn man irgend und die einen dann helfen. So, vor mir ist gerade ein feindlicher Panzer. Ich müsste mal schnellst hier weggehen, weil Aufklärer gegen Panzer ist jetzt nicht, glaube ich, so eine gute Tat. Ich glaube, der hat mich gerade voll gesehen. Aber das interessiert mir jetzt auch nicht so viel, weil der ist schon wieder weg. Ne, da ist der schon. Ich habe irgendwie ein falsches Scope drauf. Das ist mir ein bisschen zu groß, aber nur ein bisschen. Na nun, jetzt ist der wie vom Wilde verweht, dieser Sniper. Ach ne, da ist er. Da guckt er raus. Ihn gerade fast einen Headshot gegeben, aber es war halt bloß fast, ja. Es war nicht direkt ein Kopftreffer, es war einfach nur fast. Ach, das siehst du. Also, die helfen mir wirklich sehr, sehr krass, meine Teamkameraden. Das gefällt mir sehr. Ah, passt mal auf da oben. Ich habe da gerade einen feindlichen Kontakt gesehen, der vielleicht gerade hinter mir war. Okay, dann hat sich das jetzt auch schmalig. Boah, jetzt kommt aber mein Team hier reingekloppt und kluckt den voll erstmal ein paar Schüsse in den Bauch. Und er ist damit natürlich ausgeschaltet, keine Frage. So, dann komme ich jetzt mal einfach mal raus als Sanitäter, weil ich möchte auch meinen Teamkameraden helfen. Auch wenn es jetzt mal nicht gerade so sinnlos ist, Sanitäter zu sein, aber irgendwie ist es auch schon sinnlos, weil was möchte man mit einem Medipack, wenn vor einem ein Panzer steht? Da muss man schon einen Pionier nehmen, aber ich habe gesagt, liebe Leute, ich möchte erstmal keinen Pionier nehmen, weil der wirklich, wie ich finde, sehr, sehr noobig ist. Ja, die Leute kommen jetzt wirklich sehr, sehr raus und, oder auch nicht. Ja, okay, da ist wieder der Pionier, der Noob mit der MX4. Viele Grüße gehen raus an dich, Hoppala 82. Es ist wirklich sehr, sehr interessant, dass du mich jetzt gerade gekillt hast als Pionier. Du müsstest dich wirklich schämen dafür. Ja, warum auch nicht, oder? So, jetzt nehmen wir erstmal den Punkt A ein. Oh, ich sehe da jetzt wirklich sehr, sehr viel Kontakt. Okay. Hier, ich schmeiß mal was hin. Ich mach mal schnell das Tor hinunter. Damit uns jetzt nicht irgendwelche Leute hier reinrennen oder so.
Oh fuck. Oh meine Güte. Oh mother, mother. Two Panther. Two Panther. Two Tank. Neben mir. Oh shit, wir sind hier wirklich in einem sehr, sehr krassen Aufenthalt gerade. Und ein Kampfheli fliegt über meinen Kopf dicht an dicht. Ich bin in einem Gebäude und drei Personen zielen so eben auf mich. Und jetzt geht's hier wirklich ab. Jetzt ist Polen offen. Wir haben es nicht geschafft. Wir wurden von einem M1 ab. Es rennen nur Pioniere rum. Die größte Zahl her. Nur diese Pioniere, die nichts Besseres zu tun haben, als mit einer RPG auf jemanden zu rennen und zu sagen, ich kill dich jetzt. Ja, was macht man denn so nicht als Pionier, oder? Liebe Leute. Es könnte natürlich auch besser ausgehen, dass wir alle Ziel haben. Wir können auch vielleicht diese Runde noch gewinnen, also noch sieht es sehr, sehr gut aus für uns. Es könnte sich aber noch sehr, sehr schnell drehen. Also ich kann jetzt nicht in diesen Panzer einsteigen, weil dieser Panzer da ja schon mit zwei Personen besetzt ist. Das ist jetzt nicht so schön. Jetzt muss ich leider auf dieses Gebäude, was sehr, sehr demoliert ist, drauf zurennen und warten, was passiert. Ich bin ein Sanitäter, wie gesagt, und es sind ein paar Leute hier in diesem Gebäude. Ja, ich habe gerade eine Person gesehen. On the front, also vor mir, war eine Person gerade. Sie ist gerade irgendwie weg. Mal wieder. Oh fuck, oh fuck. Oh meine Güte, Leute. Sehr blöde Idee, jetzt hier in dieses Gebäude drin zu stehen zu bleiben. Es ist wirklich ein sehr, sehr leichtes Ziel für ihn. Oh, jetzt. Oh, ey, oh, er hat mich gesehen. Jetzt gehe ich mal schnell in Deckung und schütze irgendwie meinen Kopf, damit ich jetzt nicht getroffen werde. Ah, ich habe leider eine feindliche Person gesichtet, aber ich konnte sie jetzt leider nicht ausschalten, weil der Panzer neben mir war. Ein feindlicher Aufklärungshelikopter ist dort oben mit zwei Geschützen auf jeder Seite. Er könnte mich jetzt locker vom Hocker hauen. Okay, welchen Hocker? Von den Beinen natürlich. Und könnte damit einen Kill gelangen. Jetzt sind aber so viele Leute hier. Hier ist eine Person, die gerade eliminiert wurde, glaube ich. Ja, ja, okay. Es war ein Aufklärer. Wow, okay. Hätte nichts ausrichten können, außer er hätte vielleicht ein wenig C4. Dann hätte es natürlich auch anders ausgehen können für den Panzer. Der hätte der Panzer den Kürzeren gezogen, sage ich es einfach mal so, wie es ist. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ein Aufklärer besiegt einen Panzer mit C4. Okay, wenn man es richtig macht, dann klappt das natürlich auch. Und wie es gerade aussieht, wir haben jetzt die Macht übernommen. Wir sind mehr Spieler als die anderen, muss man ja mal auch dazu erwähnen. Und ich glaube, das geht hier noch sehr, sehr schnell vorbei, diese Runde. Buggy rumcruisen. Ich bin am Geschütz, an einem Bordgeschütz auf einem Buggy, das irgendwelche, ich weiß nicht, was das für ein Kaliber ist, Munition verballert, die wirklich sehr, sehr heavy ist. Und sie schlägt auch wirklich sehr, sehr krass ein. Guckt euch das einfach mal an. Das ist sowas von genial gemacht. Und es ist auch noobig. Ich möchte eigentlich versuchen, so wenig wie es geht, noobig zu sein. Also ich möchte es wirklich in der Realität so halt ausüben. Also in diesem Spiel, damit es nicht schlecht drüber kommt oder so. Deshalb nehme ich jetzt auch einen Sanitäter und keinen Pionier oder ach, oder sonstiges, was sehr, sehr stark ist gegenüber die Feinde. Es sieht so aus, als hätten wir jetzt alle Ziele. Nein, es wird B eingenommen und C. Ach, wir sind jetzt auf der gegnerischen Seite und die Gegner sind auf unserer Seite. Ach, so wird das also heutzutage geklärt in Battlefield. Hätte man das nicht schon erahnen können, ja? Hätte man eigentlich. Wir haben Einsatzziel Alpha verloren. Jetzt haben wir das Ziel A verloren. Warum? Haben wir echt verloren? Das gibt's ja gar nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, wo die Gegner sich jetzt aufhalten. Also ich denke mal zu 100% hier in den Containern. Also genau hier in der Ritze. Okay. Das ist sehr, sehr kurios. Es ist keiner zu sehen. Oh mein Gott. Okay, doch. Ich habe nichts gesagt. Da sind jetzt ein paar Personen vor mir. Wir haben gerade Einsatzziel Alpha neutralisiert. Vielleicht komme ich da jetzt hin. Ohne das 86A2 hat mich soeben von der Straße gescheuert, weggeruppt und ich lag um. Wie? Ein totes Wesen. Ich weiß nicht, was ich jetzt da machen soll. Ich gehe jetzt einfach mal zu Ziel D, weil ich sehe da einen Feindkontakt auf der Karte. Von meinem Team eliminiert. Das habt ihr sehr schön gemacht.
Aber ich möchte auch noch ein paar Kills haben, weil ich habe jetzt bisher 5 Kills. Oh, oh nein, also ich gehe jetzt eigentlich auch nicht darauf aus, Ober-Pro-Gamer zu sein. Also ich spiele Was war das denn? Battlefield schon länger, also seit Bad Company, oder nein, seit Battlefield 1943. Ja, das war das erste Spiel, was ich gespielt habe von der Battlefield-Reihe. Es interessiert mich nicht. Also das geht mir wirklich auf den Senkel, wenn man so Call of Duty-Spieler hört, ey, meine KD ist besser als deine. Ja, und jetzt? Na, ich habe eine bessere KD. Was interessiert einen die KD? Also, es ist ein Spiel, was Spaß machen soll. Was interessiert die KD, bitteschön, da? Das könnte ich jetzt so oft hintereinander sagen, dass man das versteht. Ich glaube, das versteht man schon beim ersten Mal, aber naja, wie dem auch sei. Das hat gerade richtig gepasst. Dankeschön. Viele Grüße gehen raus an dich. Hoppala. Es ist schon wieder der mich zum zweiten Mal gekillt hat mit seiner MX4 als Pionier. Und ja, super. Er hat eine Javelin als Ausrüstungsmaterial. Man könnte jetzt auch sagen, es ist sehr, sehr noobig. Dann ist gerade ein als Aufklärer, aber ich glaube, das wird nichts. Oder treffe ich den? Nee, ich bin ja dann Sanitäter. Da ist nichts mit Treffen oder so. Oh, jetzt aber. Da ist eine feindliche Person, die ich jetzt vielleicht. Nee. Doch nee. Dann war's das. Ich renne einfach mal runter auf die Straße. Und es sieht wirklich danach aus, dass wir. Bravo. Oh nein. Leute, macht das bitte nicht. Lasst uns bitte den Sieg. Das ist das Einzige, was wir noch haben. Bitte, lasst es doch. Ich möchte gewinnen. Also nicht bloß ich, natürlich unser ganzes Team natürlich. Ich weiß nicht warum, aber es ist ein gutes Gefühl, wenn man sieht, sie haben gewonnen. Also ja, es ist schon eine gute Sache, wenn man gewinnt, aber ich weiß auch nicht, es ist eigentlich relativ egal, ob ich jetzt gewinne oder verliere. Ich bin jetzt auch nicht so, nee, so ist es natürlich nicht. Ich habe daran Spaß und Spaß kann man teilen, wie zum Beispiel auf YouTube, so wie ich das halt mache. Und da passt Battlefield wirklich sehr, sehr gut rein. Es macht einfach nur dermaßen Spaß. Vielleicht finden es die manche Leute natürlich nicht. Es ist ja ihnen selbst überlassen, was und wie er spielt. Das ist meine Meinung. So, nächster Kill ergattert. Super. Sehr, sehr schön. Aber das mit den restlichen Leuten oder Kills bleibt jetzt so, wie es ist. Ich glaube, mehr bekomme ich hier nicht. Oder vielleicht doch. Ah, doch. Ich habe einen Fleck. Ist jetzt nicht so wunderbar. Denkt ihr, ich treffe den irgendwie? Also, nee, irgendwie nicht. Ich glaube, ich sollte in der nächsten Folge mal irgendwie so eine Karte nehmen, wo man so richtig extrem rushen kann. Also, ich nenne einfach mal zwei Karttypen, die ich jetzt persönlich sehr, sehr gut finde als Rusher-Karte. Zu einem Operation Spint. Die kennt da bestimmt jeder. Also ich werde jetzt nicht mal ins Spiel gehen. Ich möchte mal kurz darüber reden. Oder als zweite Karte. Haltet euch fest, das ist die beliebteste Karte, glaube ich. Oder von meiner Seite her die beliebteste Karte von mir aus. Meine persönliche Meinung. Operation Metro. Das wäre da, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. Ich muss bloß einen guten Server finden, in den ich nicht so lange spiele. Also einen Server nehme, wo ich einen, ich sag mal, 500 Tickets hab oder so. Ansonsten wird das zu lange, glaube ich. Und ich glaube, das guckt ihr auch nicht, dieses Video dann. Wenn das jetzt sich zu lange in die Länge zieht. Also muss ich mal schauen, was ich in der nächsten Folge machen werde. Aber ich, auf jeden Fall, werde ich eine Karte nehmen, in der ich gut rushen kann. Und ohne Fahrzeug natürlich. Mal schauen, wie ich das jetzt alles zur Hand haben werde. Aber auf jeden Fall werden erstmal auf meinem Channel weitere Battlefield 4 Let's Plays folgen. Und ich hoffe, ihr freut euch darauf. Oder schreibt doch mal irgendwelche Meinungen unter diesem Video, was ihr sehen wollt. Sagt es einfach mal so. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, liebe Leute, wenn ihr mehr Folgen sehen wollt von Battlefield 4, schreibt das mal gerne unter diesem Video in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, liebe Leute, dann wünsche ich euch noch einen angenehmen oder einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.